Auf dem Album Brasil Antiguo haben wir sehr viele Klassiker, unter anderem von Pixinguinha zum Beispiel, den bekanntesten Komponisten der Choro-Stücke, aufgenommen, aber auch eigene Stücke aus der Feder von Fabiano und von mir. Ja, Brasil Antiguo heißt das alte Brasilien. Und die Choro-Musik, die ist um 1900 rum entstanden, zwischen unseren eigenen Stücken und denen der alten Meister liegen 100 Jahre. Und trotzdem kriegt man eine ganz gute Verbindung hin durch die Art, wie man sie spielt, wie man sie interpretiert. Traditionell wurde der Choro ja in Brasilien in den Bars und Salons gespielt und aber meiner Ansicht nach ist er auch konzertfähig. Choro bedeutet ja die weinende Musik, das kann man so wörtlich übersetzen. Und das bedeutet nicht, dass es nur traurige Musik ist. Also weinen kann man ja auch aus Freude oder aus Wut, natürlich auch aus Trauer. Was mich musikalisch auch fasziniert, eben sind die langen Melodiebögen, die, wenn ich es jetzt mal übertrage, auf Gespräche oder Zwischenmenschliches, dass man sagt, es ist eben nicht alles einfach gesagt mit einem Satz, sondern es sind immer komplexe, lange Zusammenhänge, die in den Melodien zum Beispiel stecken. Einerseits ist die Musik, wie man es aus der Klassik kennt, sehr genau ausgearbeitet. Und andererseits ist auch die Herausforderung für den Musiker, die emotionale Seite Südamerikas dabei nicht zu vernachlässigen. Die Musik ist halt überhaupt nicht unterkühlt, so wie viele aktuelle Musikrichtungen meiner Ansicht nach relativ cool gehalten sind und die gerade die Melodien der Choro-Musik sind eben schon sehr lebhaft in alle Richtungen. Also wenn freudig erregt, dann gleich sehr freudig erregt und sehr verspielt. Und wenn es eben traurig ist, dann gleich übermäßig traurig. Und die Emotion wird halt immer gleich extrem dargestellt. Und das ist auch eine Herausforderung beim Musikmachen selbst. Auf der Platte Brasil Antiguo sind 14 in jeder Hinsicht mitreißende Stücke zu hören. Ich finde, wir haben es geschafft, gerade auch in unserer Duo-Besetzung ohne Percussion oder Schlagzeug, einen sehr schönen Sound und eine intime Atmosphäre zu schaffen. Es lohnt sich, das anzuhören.